Der zum Beispiel hat in unwahrscheinlich vielen Filmen mitgespielt, aber er ist in einem Film ungeheuer berühmt geworden. Der Film heißt Psycho. Hier ist Psycho 3. Was haben Frauen schon, dass sie dich erregen können? Jemand wird dich sehen, Mutter. Schämst du dich, meine? Du weißt warum, Mutter. Man hat über dich in der Zeitung geschrieben. Hör auf zu jammern, Junge. Dieser ganze Quatsch wegen nichts. Nicht wegen nichts. Ich hab sie gesehen. Sogar die Initialen auf ihrem Koffer. EMC. Marion Crane. Wieder eine von deinen billigen erotischen Wahnvorstellungen aus deiner billigen erotischen Fantasie. Du hast sie getötet. Die Schlampe hat es verdient. Aber sie ist tot und Tote kommen nicht wieder. Doch, du bist wiedergekommen. Ich bin nie fortgegangen, weißt du das inzwischen nicht? Du kannst mich nicht loswerden. Ich werde immer bei dir sein, Norman, immer. Nimm dich zusammen und putz dir deine kleine Rotznase, wenn dich diese ekelhafte kleine Hure so furchtbar aufregt. Beseitige sie doch einfach. Nein. Dann tue ich es vielleicht. Wird wieder geduscht. Psycho 3. Hier ist Anthony Perkins. Hello, good evening. What was the name of the song that the band just sang? Was it called Something Never Changed? Wie hieß denn das Lied, das gerade gespielt wurde? Schön. Ja? War fantastisch, oh, ja. Wunderbar, hat mir wirklich gefallen, wunderbar. Ich glaube, Bruce Hornsby wird sich freuen, ihn eine Platte mitgeben zu können. Dafür müssen Sie ihm eine Freikarte für Psycho 3 geben. Warum nicht? Mach mal, wenn er zur Öffnung kommt. Er hat unwahrscheinlich viele Filme gemacht, er hat alle Genres auch gespielt, Western und Krimis. Trotzdem wird er immer wieder auf einen Film festgelegt. Ich brauche Sie gar nicht zu fragen, ob Sie das stört, sonst hätten Sie Psycho 3 nicht gemacht. Ist es Ihr Lebensschicksal, immer wieder mit Psycho in Verbindung gebracht zu werden? Nicht unbedingt immer, aber ich habe ja zu Hause meine Frau, meine Kinder, die erfordern ja auch einiges, recht viel Zeit und die haben überhaupt nichts mit Psycho zu tun. Ihre Frau hat keine Angst beim Duschen, wenn Sie im Haus sind? Nein, überhaupt nicht. Meine Kinder auch nicht. Sie haben diesen Film zum ersten Mal auch regiemäßig betreut. Sie waren früher Schauspieler. Das ist ja mutig, weil ein Schauspieler sich immer hinter dem Regisseur verstecken kann. Er kann sagen, wenn der Film nichts wird, ja, das war nicht meine Schuld. Jetzt haben Sie die gesamte Verantwortung in den Händen. Nein, das stimmt. Dieses Mal ist es meine Schuld, wenn es schief geht. Ist mutig. Sie haben völlig recht. Sie haben aber den Mut schon früher gehabt, was das Theater betrifft. Theaterregie haben Sie schon früher gemacht als Film. Richtig, das habe ich gemacht. Aber damals spielte ich nicht selber mit. Ich war also nur der Regisseur sozusagen. Deswegen konnte ich mich zurückziehen. Und wenn die Schauspieler das nicht richtig gemacht haben, tat es ein bisschen weh, aber ich war nicht auf dem Bildschirm sozusagen. Ich habe gelesen, dass Sie gerne Komödien machen würden. Würde ich gerne, stimmt. Haben Sie auch Ideen? Sind Sie einer, der auch selber Ideen produziert für Drehbücher? Oder kriegen Sie gerne was in die Hand und sagen, da mache ich was draus? Ja, es ist immer schön, wenn man die ursprüngliche, die allererste Idee hat. Aber das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Vor allem, wenn Sie die Ideen nur ein paar Sätzen zum Ausdruck bringen wollen oder können. Das sind natürlich immer die besten Ideen. Drehbücher, die man ganz einfach beschreiben kann in ein paar Worten.
Leute, die für Filme schreiben, die Drehbücher schreiben, versuchen ja immer das, was sie im Film zeigen wollen, auf ein, zwei Sätze zu reduzieren, damit sie das alles verständlich machen können, damit sie wissen, worum es geht, damit auch andere dies verstehen können. Bei Tootsie zum Beispiel muss sich ein Mann wie eine Frau anziehen, um eben eine Frau darzustellen. Sie haben eigentlich immer den Jugendlichen gespielt. Sie könnten das auch heute noch machen. Das ist so einer, Anthony Perkins ist ja eigentlich immer so ein Jugendlicher. Nun gibt es ja plötzlich Konkurrenz auf dem Sektor. Es kommen so gerade in Amerika ein paar junge nach Tom Cruise und so. Sagt man, okay, das war's, ich gebe das jetzt ab. Sie meinen überhaupt aufgeben, jung zu sein? Nein. Man kann natürlich nicht immer jung sein. Man kann nicht mit Tom Cruise konkurrieren. Das geht nicht. Er wird natürlich immer besser aussehen als ich oder ein anderer. Selbst Paul Newman hat dies gesagt in seinem neuen Film, den sie zusammen gemacht haben. Das ist also mein für Frauen ja oft ein Problem, zu sagen, also da lasse ich keinen nach mir ran. Männer tun sich da leichter? Ich glaube ja, es ist für Männer einfach leichter. Wir Männer bleiben irgendwie immer gleich. Die Frauen versuchen immer krampfhaft fast alt, jung auszusehen. Und deswegen geht es manchmal schief. Die Männer dagegen, die machen sich nicht so viel Sorgen. Ich bin ja ganz froh, dass er so ein freundlicher und friedlicher Mensch ist. Er spielt in seinen Filmen ja immer so ein bisschen schwierige Typen, auch ein bisschen so leicht gestörte. Und man denkt, oh, vielleicht ist der wirklich so. Ich denke da an meinen Freund Kinski. Wie ist das eigentlich? In Wirklichkeit sind Sie ein richtig freundlicher, harmloser Mensch. Ja, ja. War Klaus Kinski sehr nervös? Ja, ja. Nein, er hat mich nervös gemacht. Die Socken sind toll, da stinke ich ab dagegen, muss ich ehrlich sagen. Also, ist hier? Ja, ja, sind schöner. Ihre sind schöner, das kann ich nicht sagen. Ach was, und der andere, oh, hat da die Frau den falschen Weichspüler rein, oder ist das? Nein, nein, das ist voller Absicht. Wer hat denn je gesagt, dass die Socken zusammenpassen müssen? Wo steht das geschrieben? Das stimmt. Eben. Anthony Perkins. Herzlichen Dank, schön, dass Sie